So, und hierüber kommen wir in den Bereich, den wir vom Anfang her auch erreichen könnten. Okay. Nein. Ja, die Besuchszeit ist vorbei. Dann bleib einfach weg. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht an den Kindern dran. Ich hasse dieses Vieh. Also diese Viecher, die sind echt... Hier spricht Satz. Ja? Warum lässt du dich von der Metallmutter leiten? Was? Warum schließt du dich nicht der Schönheit der Masse an? Was hat denn die Metallmutter damit zu tun jetzt? Diese Midwives, die finde ich echt... Oha! Hallo? Hier komme ich nicht rein, wa? Hydroponik D Zugang erforderlich. Ach ja, eh. Nee, ach ja, D muss das ja heißen, ne? Hallo? Ich höre dich. Pitsche Patsche. Komm mal her. Her hier. Na los, ich will dich umhauen. Hey, Cyber wirkt immer noch. Mein Gott, geht das vielleicht etwas schneller? Jetzt kommt er. Da bist du ja. Nein, mein Hammer. So, nochmal. Wir haben jetzt 128 Schuss für die Schrotflinte. Das heißt, ich werde zusehen, dass ich die Wartung noch ein bisschen steigere, dass uns die Schrotflinte nicht auseinanderfällt. Und dann werden wir wahrscheinlich demnächst unsere Standardwaffe wechseln. Oh, alle tot hier, liegen alle in ihrem grünen Blut. Das würde mir ja ein bisschen Sorgen machen, wenn ich so der Chefarzt hier wäre. Bei den Würmern scheint es sich um ein Kollektivwesen zu handeln. Obwohl ich mir nicht sicher bin, dass ein Versprühen von Toxin A alle Würmer direkt töten würde, dürfte es doch die Masse reduzieren und das Gewächs an den Wänden und in den Liftschächten beseitigen. Aber vielleicht könnte ich eine noch stärkere Formel finden. Es wird nicht leicht sein, die Kinder zu töten. Aber ich glaube, ich habe etwas entdeckt. Das biochemische System dieser Würmer, die ich als Anneliden bezeichne, behandelt Inversproteine als Toxine. Mit Hilfe eines Replikators im Bioüberwachungslabor gelang es mir, einige Inversproteine zu isolieren und abzufüllen. Allerdings stimmt die Mischung mit der Grundkomponente noch nicht, weshalb ich noch daran arbeiten muss. Danach werde ich das Toxin in die 4 Klimaanlagen kippen. Das kann die Lage nur verbessern. Hier ist ein Lab Assistant Implantat. Das wird wahrscheinlich unsere Forschung erhöhen. Und wir haben nochmal zweimal dieses Toxin A gefunden. Und wir hätten hier noch ein kleines Reagenzglas, das wir mitnehmen könnten. Jetzt ist natürlich unser Inventar proppenvoll. Aber ich überlege sowieso, ob wir Stärke auch nochmal um einen Punkt erhöhen werden. Sobald ich irgendwo was zum Upgraden gefunden habe, waren wir hier schon drin? Ja. Das heißt, hier waren wir auch schon drin. Da waren wir drin. Guck nochmal auf die Karte. Wir nähern uns der Stelle, wo wir diesen Level betreten haben. Und dann gehen mir so langsam die Optionen aus. Forschungssoftware, redundant. Mhm. Hier haben wir ein Spielgerät und Spielkassette Schweine. Jäger. Ich will das Schweinejäger-Spiel spielen. Gib mal her. Müssen wir jetzt 3 Spiele hier drauf haben, ne? Ja! Wir machen irgendwann nochmal eine Folge, wo wir uns mal mit diesen ganzen Minispielchen
Das war nicht nur eine Kamera, da habe ich auch noch einen Turm gehört. Das heißt, da würde ich ganz gerne vorher eine Kontrollstation knacken. Was haben wir eigentlich für einen Hackwert? 3. So. Hier können wir rechargen. Da ist die Kontrollstation, okay. Was ist das für eine Rüstung? Eine leichte Kampfpanzerung, die haben wir schon, okay. Eine OS-Upgrade-Einheit, ja! So, wollte ich jetzt... Wo ist es denn? Allows the use of 2 implants at once. So, jetzt könnten wir hier nämlich ein zweites Implantat reinballern und ich nehme mal das Swift-Boost-Implantat. Wenn ich mich nämlich recht erinnere, erhöht das unsere Wendigkeit. Jawohl. So, da können wir Psi und Tech erhöhen. Tech ist gut, Tech wollen wir haben. Ja, vorher muss ich... Scheiße, da kommen wir so nicht dran. Gut, dann gehen wir nochmal andersrum. Hier war doch noch irgendwo eine Station. Relativ am Anfang des Bereichs, das weiß ich noch. Von daher ist es dann wieder von Vorteil, dass wir ja von der anderen Seite da auch relativ direkt hin können. Hier zum Beispiel. Hier ist eine. Die hacken wir jetzt. So. Ja, komm. Das können wir besser. So. Schwierigkeit 30%. Ein Abwehrknoten. Das sollte machbar sein. Überwachungssystem deaktiviert. Jetzt müssen wir nur... Jetzt! Schnell da wieder hin. Und zumindest den Turm ausschalten. Vorzugsweise natürlich die Kamera gleich mit. Das Dröhnen des Schiffes. Also ich finde die Atmosphäre in diesem Spiel und die Soundkulisse, die ist einfach nur genial. Neues Leben, das die Erdoberfläche, das die Erdoberfläche nie erblickt hat. So, und dann Paut. Das war der erste. So, euer scheiß neues Leben könnt ihr euch sonst wohin stecken. So, da opfere ich sogar ein bisschen Schrotflinten. Haltbarkeit. Das wird mir ein bisschen knapp. Ich will nicht, dass mir das Ding um die Ohren fliegt. So. Was haben wir hier liegen? Ein automatisches Medkit. Das benutze ich jetzt einfach mal spontan. Nee, halt, warte. Ich benutze 2 Serumspritzen. Die unerforschten Objekte sind mir relativ egal. Davon haben wir nämlich schon eins. Und solange ich nicht weiß, was das ist, nehme ich nur eins mit. Da liegen wieder Würmer auf dem Boden. Bäh. So, und jetzt können wir hier wieder rum. Jetzt können wir auf Wartung noch um einen erhöhen. Wir haben immer noch 20 Module. Ich überlege, ob wir Hacken auf 4 erhöhen jetzt. Denn mit Hacken 4 können wir Türme hacken. Das mache ich einfach mal. Das klingt eigentlich gar nicht so ganz verkehrt. Eine Pistole, Stufe 9. Geil. So, da kommt, wird die Zweier hier einfach mal rausgeschmissen jetzt. Eine 9er. Jetzt haben wir eine 9er und eine 4er. Die halten erstmal eine Zeit. Da liegt unsere Zweier. Da ist ein bisschen Chipse. Chipse, da ist Chipse. So, und da ist das Cyber-Upgrade jetzt. Hat sich jetzt ausgeschaltet wieder. Sind jetzt an Bord. Captain Jäger und ich haben Deck 3 gesperrt. Er und ich sind jetzt eins im Geiste. Unsere Körper verändern sich auch. Manchmal tut es schrecklich weh. Und manchmal ist es wunderbar. Etwas Wundervolles geschieht mit mir.
Da setzt wieder so eine schöne Technomucke ein. Hallo. So, hier sind wir wieder beim Fahrstuhl. Jetzt haben wir eine Tour durch das Deck gemacht. Sind im Prinzip nicht so wirklich weitergekommen. Ich suche ja immer noch das Chemikalienlager. Chemikalienlager ist C. Steht ja irgendwo schon ein C. Nein. Das ist nicht schön. Ich würde eigentlich gerne... Na komm. Machen wir was anders. Nee. E. Und nochmal. So, zack. Ja, toll. S, B und V. Ich muss mal nachgucken, ob wir die Chemikalien vielleicht schon irgendwo haben. Deck 2. Chemikalienliste. Chemikalie benötigt. So, hier haben wir wieder... Ne, doch. Da haben wir mal das S, B. Gut. Ah, Mist, ich wollte das doch gar nicht ganz zumachen. So, haben wir hier eventuell das den anderen Scheiß noch? Vanadium. Ja, okay. Dann machen wir das jetzt erstmal. Holen uns jetzt die Chemikalien, die wir hier brauchen. Schacht blockiert. Ich blockiere dir gleich mal deinen Schacht. So, erstmal hier. Bitte öffnen. So. Ja, da war ja was. So, Ergänzbecher weg. So. Zur Forschung verwendet. Wie schnell geht denn die Forschung voran? Okay, das dauert einen Augenblick. So, wo ist denn das zweite SB? Es braucht er das Vanadium. Ach, das ist doch nicht wahr. Na gut. So, mach wieder auf. Wir hauen wieder ab hier. Fahren ein Stockwerk tiefer. So, wo war hier das Chemikalienlager? Da hinten in dem Gang. Okay. Okay, da finde ich hin. Da finde ich hin. Kein Problem. Früher oder später finde ich da hin. Hier ging's lang. Ich war ja gerade erst hier. Die Laufwege halt, ne? Aber ist irgendwie auch... Die geht. Bleibst du weg? Was ist so für ein Mist? Boah, Alter. Das nächste schieße ich tot. Widerlich. War das so ein Annelid? Diese Parasiten, die sich dann in die Köpfe der Leute bohren? Hallo, mein Freund. Ein hybrides Organ brauche ich nicht. So, Lager 5 war das Chemikalienlager. Ich erinnere mich. V, 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 Y, Y, Y. Da ist V. Ja, so. Okay. Das hier kurz abstellen. Ich brauche V. So. Vanadium. Jetzt nehmen wir das wieder mit und dann können wir uns schon mal auf den Weg machen. Es ist nämlich nur eine Frage der Zeit, bis wir das dann brauchen. Wir können schon mal so langsam Richtung Hydroponik zurückschlendern. Dass wir dann schon mal das Toxin in das erste, in den ersten Lüftungsschacht werfen können. Hier bin ich falsch, ne? Nee, bin ich nicht. Oh, ist das verwinkelt und verwirrend. Ich sagte ja, den nächsten schieße ich tot. Aber nicht unbedingt mit Panzerbrechner-Munition. So. Mistviecher. Boah, diese Parasiten, das ist so... Das erinnert mich total an die Borg aus Star Trek. Mit ihrem Kollektiv. Hier rein? Ja, hier geht's lang. Okay, so. Und jetzt zurück in die Hydroponik. Jetzt muss ich überlegen, wo war denn dieser Lüftungsschacht? Da können wir am besten hier lang, ne? Und dann hier hinten lang.
Muss ja eh noch einen Moment forschen. Ich habe auch schon eine Idee, wo es noch weitergehen könnte dann. Wo wir eventuell noch lang könnten. Zack, so. Sehe ich das eigentlich richtig, dass die männlichen... Kurz an der Nase kratzen. Dass die männlichen Besatzungsmitglieder zu Hybriden geworden sind? Und die weiblichen zu diesen Midwife-Cyborgs? Ah, jetzt muss ich mal fragen, warum zur Hölle erstellen die sich Cyborgs? Hier bin ich falsch. Nee, bin ich nicht. Warte. Warum zur Hölle erstellen die sich Cyborgs, wenn... sie das kalte Metall ablehnen. Alles Organische lieben, das ist irgendwie widersinnig. Stirb, stirb! Stirb, du Vieh. Ach ja. So, wie weit ist denn jetzt die Forschung? Ach du Scheiße. Ja, haben wir noch einen Augenblick, um uns so ein bisschen umzusehen hier. Mhm. Ja. Okay, ja, da geht eine Rampe hoch. Sehr interessant. Ach Mist. Können wir ein bisschen im Inventar rumstreunen so lange? Mir geht die panzerbrechende Munition aus. Aber ein bisschen habe ich. Dann könnte ich ja jetzt mal nachladen. So. Okay. Ach Mann. Diese Forscherei. Ich hätte damit viel früher anfangen sollen, Leute. Das konnte ja keiner ahnen, dass wir das brauchen. Ich baue ja auch ein bisschen darauf, dass wir für diese Aktion dann wieder so ein paar Cyber-Upgrade-Einheiten kriegen. Denn ich würde ja ganz gerne meine Stärke nochmal um einen Punkt erhöhen, dass wir hier noch einen Inventarslot erhalten. Dazu wäre ich dann auch bereit, nochmal auf eine andere Ebene zu gehen. Ich weiß leider nur nicht aus dem Kopf, wie viele Cyber-Module wir dafür brauchen. Wie weit ist die Forschung? Mhm. Dieses experimentelle Toxin könnte zu neuen Erkenntnissen bezüglich der Menschen eine Lieden-Interface führen. So. Forschung benötigte Chemikalien haben wir auch. Okay, Leute, gleich haben wir es geschafft. Dranbleiben, wir sind schon bei 85%. Ich habe auch gerade nicht wirklich was anderes zu tun. Ich könnte jetzt hier natürlich einen Schnitt machen, aber bei den paar Sekunden lohnt sich das eigentlich gar nicht. Und da will ich jetzt kein Gerede hören von wegen, ich würde hier das Let's Play in die Länge ziehen oder so. Das tue ich nämlich nicht. Mich beschäftigt immer noch die Aussage von Xerxes, dass wir der stählernen Mutter dienen oder was das da war, ne? Was soll das bedeuten? So, jetzt komm. Und zack, fertig. Fertig! So, dann zeigt mir jetzt mal den Text. Wenn Sie dieses Toxin in eine Klimaanlage einspritzen, wird es örtlich das anelidische Wachstum reduzieren. Dies ist ein hochgiftiges experimentelles Toxin, das dazu entwickelt wurde, Anelidengewebe zu zerstören und aufzulösen. Der Kanister steht unter hohem Druck, da das flüssige Toxin unter Normalbedingungen schnell verdunsten würde. Um einen möglichst großen Bereich abzudecken, sollte dieses Toxin sofort nach dem Öffnen in einer Klimaanlage eingespritzt werden. So, zack, drin ist es. Gut. Wie Sie sehen werden, wurde die organische Masse an den Wänden und im Aufzugsschacht durch das Versprühen des Biotoxins verringert. Tun Sie jetzt dasselbe bei den drei anderen Klimaanlagen. Da ist die Treppe, da... Treppe sei schon, da ist die Leiter, da wollen wir runterklettern. Drei Klimaanlagen noch, wir haben aber nur noch zweimal dieses Toxin. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Das heißt, wir müssen irgendwoher nochmal ein Toxin kriegen. Aber jetzt... werde ich nochmal kurz aufs Medizindeck runterfahren, um unsere Stärke abzugraden. Und ich renne genau falsch rum. Und anschließend werden wir hier runterspringen. Ich glaube nämlich, da geht es dann weiter. Ich wüsste nicht, wo wir sonst noch lang könnten. Wir sind eigentlich sonst überall gewesen, wo wir hin können ohne die Zugangskarten. Oh, hier, guck mal. Ich weiß, dass du diese Nachricht erst nach unserer Rückkehr erhältst. Aber ich muss dir sagen, wie unglaublich ich mich fühle. Wir haben es endlich geschafft, haben einen Charakter gestellt. Und mal du
hilflos. Ich fühle irgendwie den Zwang, sie zu schützen. Es ist eine wunderbare Entdeckung. Boah, ist das Vieh hässlich. Nee. Das will ich mir nicht weiter angucken. Ich will hier weg. Halt, andere Richtung. Hier geht's lang. Das ist ja Gott sei Dank hier direkt. So, einmal abwärts. Aua.